Hallo ihr Lieben. Ja, in einem heutigen Video geht es um einen, soll ich mal sagen, ich nenne es mal Kreativtipp. Ich wurde gefragt, wie ich immer die Boxen berechne mit der Größe und das umsetze. Also wie ich die Maße weiß, um so eine Box zu machen. Ich passe die nämlich immer individuell dem an, was ich da drin verpacken möchte. Wie zum Beispiel habe ich jetzt hier, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, habe ich jetzt hier so einen Schokoriegel verpackt, ne? Und das ist einfach ganz einfach, weil diese einfachen Boxen, also Unterteil mit Deckel, lassen sich total individuell immer auf das anpassen, was ihr darin verpacken möchtet. Ja? Und das erkläre ich euch jetzt, wie das funktioniert. Ich sage euch mal jetzt anhand dieses Beispiels hier. Natürlich braucht ihr dazu ein Lineal. Und ich messe dann das Ganze aus, was ich verpacken will. Also hier habe ich jetzt vom Anfang bis zum Ende, sagen wir mal gut, also ich mache das jetzt nicht auf Millimeter genau, aber 10,5 Zentimeter. In der Breite habe ich 3 Zentimeter. Ja, das schreibe ich mir dann auf dem Schmierzettel. 10,5 mal 3 und dann brauche ich ja noch die Höhe. Ja, so, das sind jetzt hier gut 2 cm mal 2. Und der Trick, den ich mache, weil ich mir das auch nicht so immer so ganz gut räumlich vorstellen kann, ich zeichne mir das auf, ja, damit ich das mir besser vorstellen kann, wie die Maße sein müssen. Ich habe mich auch am Anfang oft dann einfach verrechnet, weil ich mir das einfach nicht so bildlich vorstellen konnte. Und dann habe ich mir einfach den Trick gemacht, das aufzumalen. Es muss jetzt nicht super genau sein, ne? Also ihr habt jetzt hier die Grundfläche, sage ich mal. Das ist das, die Länge hier 10,5 und die Breite ist 3. Ja, dann braucht ihr jetzt noch, das hätte ich jetzt ein bisschen weiter hier malen, so 3. Dann habt ihr rundherum ja noch die Erhöhung, also die Höhe hier und hier. Da male ich einfach hier, um mir das einfach bildlich vorzustellen, das ist so ein kleiner Trick, das hier einfach auf. So. Das sind dann nochmal 2 cm auf jeder Seite. Ja? So, jetzt habe ich jetzt hier 10,5 plus 2 sind 14,5. Ja, soweit verstanden? Also die Grundfläche sind 10 und dann brauche ich die Höhe der Box. Das sind dann 2 cm. Das muss ich ja natürlich auf jeder Seite dazu rechnen. Ja, dadurch komme ich dann auf 14,5. Jetzt muss ich ja noch die kurze Seite, da habe ich dann 3 cm plus die Höhe an jeder Seite sind dann 5 cm. Da muss ich das zuschneiden. 14,5 mal 5 cm. Und falze rundherum. Falzen alle Seiten. 2 cm. Ja, habt ihr das soweit verstanden? Das kann ich mit allen Gegenständen machen. Wenn ich zum Beispiel, ich sag mal, ich nehme mal jetzt ganz blöd das. Man kann das ja auch mit großen Sachen machen. Ja, das ist dasselbe Spiel. Oder mit eckigen Sachen. Dann wird es wahrscheinlich noch einfacher. Habe ich jetzt irgendwas Eckiges so rumfliegen? Ach, wir nehmen mal einfach das hier. Das kann ich ja. Ich kann ja auch was Rundes in was Eckiges verpacken. So, jetzt nehme ich hier einen Durchmesser. Das sind 6,5 Zentimeter. Ja, und das ist ja drumrum. Da brauche ich also nicht. Dann nehme ich nur noch die Länge oder die Höhe. Das sind auch noch mal 3 Zentimeter. So, jetzt mache ich mir das noch mal, um mir das einfach besser vorstellen zu können. Das sind dann jetzt, weil das ja dann eine quadratische Box wird, alle Seiten 6,5 Zentimeter. Ja, und die Höhe sind 3. Die Höhe sind 3. Dann also mache ich mir wieder meine Eselshilfe hier. Wie gesagt, das muss ja nicht perfekt aussehen. Das ist ja einfach nur, um sich das besser räumlich oder bildlich vorstellen zu können. Und mache dann auf allen Seiten 3 cm dazu. Das heißt, ich muss dann, also 6,9, 5, das sind dann auf jeweils 3 cm dazu. Ja, das sind dann 6, 9, 12. 12,5 mal 12,5, weil es ist ja quadratisch.
und falze dann an jeder Seite bei 3 cm. So, zum Deckel. Der Deckel, da kommt es jetzt drauf an, wie weit runter ihr das haben wollt. Wie zum Beispiel hier habe ich ja unten noch so ein Stück, dass man das untere Teil noch sehen kann. Wenn man jetzt was ganz Flaches verpackt, wie zum Beispiel, ich zeige euch mal jetzt. Ich bin sofort wieder da. Was ich hier gemacht habe, da habe ich ein kleines Mini-Büchlein verpackt. Ja, das ist jetzt nur 1 Zentimeter hoch, also habe ich da jetzt nicht so gemacht, weil das ganz blöde zum Falzen und Schneiden wäre. Habe ich das so gemacht, dass ja auch der Deckel runter reicht bis unten hin. Ja, das ist dasselbe Prinzip. Da messe ich auch einfach die Höhe, die Breite, die Länge und danach schneide ich das individuell zu. So, dann, ich mache euch das jetzt mal anhand von hier. So, ich habe jetzt hier, was hatten wir gesagt, 10,5 mal 3 mal 2, Feuer 2, ne? Ist ja 2 cm hoch. Jetzt mache ich hier nicht ganz runter, jetzt mache ich hier, sage ich mal, ich glaube, das ist nur einen halben Zentimeter weniger. Ja. Das sind dann 1,5. Na, ich will ja nicht, also die Seite ist ja 2 cm hoch und ich will nicht, ihr könntet es auch 2 cm machen, dann würde es nur bis hierhin gehen. Ja, das müsst ihr dann selber für euch entscheiden, wie weit der Deckel rauf oder runter soll an der Seite. Und dementsprechend gebt ihr die Maße zu, ja. Also ich habe hier dann 1,5 genommen. Also die Grundfläche ist wieder dieselbe. Ja. Und dann 3 cm, ja, also hier sind 10,5, hier sind 3. Ja, ich muss euch vielleicht mal ein bisschen näher ranholen, oder? Ein bisschen doof, so könnt ihr ja überhaupt nicht sehen. So, ja, also 10,5 mal 3 cm, mal 3 cm. 10,5 mal 3 und das sind dann 1,5 an jeder Seite. Ne? Die untere Box ist 2 cm hoch und hier machen wir dann nur 1,5, damit ich die untere noch sehen kann. Das könnt ihr dann variieren. Sorry, musste kurz unterbrechen, weil meine Kinder versucht haben, eine Pizza zu backen. Dann ging ja der Feueralarm hoch. Aber alles gut. Wo war ich stehen geblieben? Beim Deckel. Ja, so. Jetzt haben wir, wie gesagt, 10,5 mal 3 und dann rechne ich überall 1,5 cm dazu. Ne? So, dann ist das auf jeder Seite 1,5, das sind 3, das sind 13,5 und das sind dann 3 plus 1,5 plus 1,5 sind 6. Dazu kommt jetzt noch, was ihr unbedingt beachten müsst. Der Deckel, viele sagen 2 bis 3 mm mehr Zugabe, mache ich nicht, weil bei mir das immer dann zu locker wird. Also ich soll ja auch fest drauf sitzen, der Deckel soll ja nicht rumschlabbern. Ja? Der muss auch halten, ohne dass ich ein Band drum mache. Deswegen mache ich immer beim Deckel immer nur 1 mm Zugabe, damit der Deckel da drüber passt. Wenn ihr das genauso groß macht wie das Unterteil, dann passt es nicht, dann kriegt ihr den Deckel nicht da drüber. Ja, also macht ihr dann 13,6 plus 6,1 Zuschnitt. Ja, und falzt dann auf jeder Seite, falzen jede Seite bei 1,5 cm. Weil dann ist die Grundfläche hier oben, das ist das, was wichtig ist. Das ist dann 1 mm größer als das, was unten ist. Ja. So, ich hoffe, ich denke mal, das ist wichtig, ich muss ja jetzt nicht vorzeigen, wie das geschnitten und gefalzt wird. Das ist ja rein ein reines Rechenexempel. Ja, das, genau das gleiche mache ich jetzt hier mit dem. Da muss ich noch mal gucken. 6,5 mal 3 hatten wir da. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine eckige Box mache. Ja, da muss ich mir dann auch überlegen, wie tief oder hoch mache ich dann jetzt
den Rand von dem Deckel. Ja, mache ich dann auf die Hälfte, mache ich auch wieder 1,5, mache ich ein bisschen tiefer. Bis hier muss ich 2 cm dazugeben. So muss man das berechnen. Wir machen mal einfach auch noch mal, sagen wir mal, oder nur 1 cm sogar. Dann guckt noch mehr raus von dem, Unterteil. Wir machen mal einfach 1 cm. Ja, dann habt ihr, noch mal, um das noch mal ganz plastisch darzustellen, das sind 6,5 auf jeder Seite. So, und ihr rechnet dann auch auf jeder Seite 1 cm hinzu. So, das heißt, dann sind das 8,5 mal 8,5 und dann den 1 mm noch dazu. Das heißt, 8,6 mal 8,6 ist dann mein Zuschnitt vom Deckel und da falte ich dann jede Seite bei 1 cm. Und so kann man das ausrechnen. Ja, ich hoffe, ihr habt das verstanden, was ich euch versucht habe zu erklären und ich war nicht zu kompliziert. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann fragt. Ne? Also man kann immer alles individuell nach Größe verpacken und das einfach, es geht immer um die Maße des Dingens, was verpackt werden soll. Hier steht entweder Schokoriegel oder ich habe auch schon, du könntest mehrere, zum Beispiel die goldenen Kugeln, sag ich mal, die leckeren verpacken oder auch kleine Geschenke oder was auch immer. Na? Also bei diesen einfachen Boxen ist das ganz leicht umzurechnen. Wenn ihr Fragen noch dazu habt, schreibt mir. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Bleibt mir gesund. Schöne Feiertage. Und bis bald, eure Heike.